Hi und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Harvest Moon Back to Nature. Ich musste gerade gucken, ob ich wirklich die richtige Taste für die Aufnahme gedrückt habe. Ja, habe ich. Und es scheint morgen die Sonne. Es ist Frühling. Es ist das letzte Jahr. Wir sind im letzten Jahr. Ich bin so froh, dass ich dich geheiratet habe. Oh ja. Da bin ich mir sicher. Wir sind im letzten Jahr. Boah, das ist so cool. An denen passiert nichts Besonderes. Ja, doch, ich hab's begriffen. Ich muss mich erst wieder an die Tastatur gewöhnen. Okay. Huch, nein. Und mal gucken, wir haben Dings haben wir. Das Bummens-Dings haben wir auch. Ah, okay. Ich muss noch kaufen gehen. Haben wir überhaupt? Eigentlich haben wir genug Geld, ne? Ja, aber ist egal. Wir kaufen trotzdem, weil wir es können. Das machen wir, glaube ich, erstmal. Wenn du Hennen züchten willst, komm zu Lils Hühnermarkt. Unsere knüllklugen Küken freuen sich wahrscheinlich. Frohes neues Jahr. DAX am Neujahrstag geöffnet. Hat am Neujahrstag geöffnet. Ihr seid jederzeit willkommen. Noch was? Okay. Keiner will mit mir reden. Keiner verdammt nochmal will mit mir reden. So eine Gemeinheit. Hab ich einen Hund drauf? Ja. Hab ich das Pferd drauf? Wahrscheinlich auch. Komm schon. Aha. Ich bin voll gut. Hier blüht noch gar nichts. Ich weiß, ist schon eine Weile her, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. Und da muss ich mich erst wieder an die Steuerung gewöhnen. Überhaupt, was mache ich überhaupt hier? Verdammt, was mache ich überhaupt hier? Also ich weiß, ich habe dreimal cool. Vier unten. Ich habe... Was habe ich noch? Sonst habe ich gar nichts. Oh, Entschuldigung. Bin eben gerade erst aufgestanden. Ja, sowas tue ich für euch. Aufstehen und sofort aufnehmen. Damit der Content da ist. Genau so wollte ich es machen. Müssten eigentlich nur Kartoffelchen und Rüben kaufen, ne? Ah, oh, seht euch das an. Sieht das nicht cool aus? Ah, da ist noch einer. Ah, das ist wunderschön. So mit Zaun würde es natürlich besser aussehen, ne? Aber den Zaun habe ich ja jetzt weggenommen. Einfach, weil ich keine Lust hatte, dauernd den blöden Zaun zu reparieren. Ah, er ist auf jeden Fall draußen. Da ist es. Komm schon. Ich hab dich. Ich muss auch schon mal reingehen. Ich vergesse das immer. Was geht ab? Moku. Winter. Ach, stimmt ja. Da war ja was mit den Kühen. Ich hab die ja nach den Jahreszeiten benannt. Auch nicht schlecht. Kann man auch machen. Da fehlt da noch eine Kuh. Ja, die ist hier hinten. Die gute Muku ist hier hinten. Also ich weiß, ich wollte jetzt immer zweimal Käse und zweimal Milch machen, ne? Irgendwie so in dem Dreh. Komm schon. Stimmt, die L-Portionen werden zum Käse und die M-Portionen zur Milch. Wusste ich doch, dass ich es irgendwie geplant hatte. Irgendwo war doch Plan bei der Sache. Ich spiele das Spiel ja nicht so wahllos. Na ja, gut, schon ein bisschen. Auf jeden Fall, nee. Nein. So. Auf jeden Fall wird es wahrscheinlich so sein, dass ich dieses Spiel massiv abkürzen werde. Wie zum Beispiel
jetzt hier habe ich einen Tag, da hat keiner Geburtstag oder so, dass ich dann halt wirklich nur noch das Nötigste mache, das Standardding, und das war's dann auch. Weil ich wüsste jetzt nicht, wir müssen kein Holz hacken, weil wir haben unseren. Ach! Genau. Wir haben doch die Dings, die, das Treibhaus. Wieso gehe ich nicht ins Treibhaus? An alles gedacht, bloß nicht ans Treibhaus. Hm. Weil wir haben uns doch das Treibhaus gekauft. Genau, und wir hatten nämlich auch schon Ananas gesät. So war das nämlich. Ah, den einen habe ich verpasst. Ist egal. Machen wir nochmal so. Und dann ist das andere auch. Jetzt zu meinen Hühnchen. Ich werde euch alle verkaufen. Dann kriegst du nochmal gut Geld. Ich mag das nicht, wenn die Tiere sterben in den Spielen. Finde ich nicht in Ordnung. Da bin ich so ein bisschen eigen. Ich glaube, die Hühner leben auch nur 2 Jahre oder so. Oder, also ich glaube, so maximal 3. Ich glaube, Hühner nur 2, Kühe 3 und das war es dann aber auch schon. Also es ist schon vorgekommen, dass mir echt die Tiere weggestorben sind. Und dann bin ich eines Tages einfach mal so auf dem Friedhof aufgewacht. Beziehungsweise der Tag hat auf dem Friedhof angefangen und der Priester, das kann ich euch ja sagen, wie es abläuft, dann steht denn, was weiß ich, Rick, glaube ich, von der Hühnerfarm und dann der Priester bei so einem Huhn. Und dann ist es total traurig, dass das Huhn gestorben ist. Außer ihr seid selber schuld daran, dann kriegt ihr noch eins auf den Deckel von Rick. Aber wenn sie einfach so sterben, weil sie halt so alt sind, dann ist das zwar total traurig. Und dann steht man vor dem Grab, vor dem Bürgermeister im Prinzip. Und das war's dann auch schon. Dann gehen sie alle wieder weg und dann geht der Tag weiter. Man fängt aber halt dann in der Stadt an. Und bei den Kühen ist dann, glaube ich, Bailey da. Barley? Ich glaube, der ist Barley, ne? Nicht Bailey. Ich glaube, der hieß Barley. Hey, ihr Schnuggelmäuschen. Oh, die ist schon grün. Die ist auch grün. Wieso sind die grün? Habe ich so viel mit denen geschwätzt? Das hat ihm bestimmt viel bedeutet, wenn ich den Blumen zum Geburtstag geschenkt habe. Wir müssen unsere Maus jetzt aber auch noch fleißig beschenken. Nein! Ach verdammt, das wollte ich nicht. Ich wollte das wirklich nicht. Ich wollte das Blümchen mitnehmen. Und die denn in der unsere Vase packen. Die kriegt. Muss ich mir noch einen Wochentag aussuchen, wo du was geschenkt kriegst. Der Controller vibriert, wenn ich irgendwas öffne. Das ist seltsam. Hey du. Willst du nicht mal langsam schwanger werden?
Okay. Habe ich vollstes Verständnis. Ach, ich habe ja schon ein Blümchen drin. Na gut, dann kann sie das Blümchen haben. Bleibst du mal hier? Ha. Was sagt eigentlich unser Kühlschrank? Kann man Schokolade. Einen Schokoladenkuchen brauchen wir. Nein! Scheiße. Nein. Boah, jetzt mach ich nichts Falsches. Den. Bitte dahin, danke. Himmel! Was tust du mir an? Schlafen gehen. Ja. Schlafen gehen. Hat sich irgendwas bei dir geändert? Na. Na gut, ich glaube, wir sind auch noch gar nicht so lange mit dir verheiratet, so dass sich da was hemmungslos ändern könnte. Morgen regnet. Wo ist Marcel? Vielleicht komme ich noch vorbei, um jeden alles Gute zu wünschen. Wo ist Marcel? Ich hoffe, es wird für dich ein wunderbares Jahr, Xeno. Böp. Immer schön fleißig gießen. Morgen regnet es. Das heißt, wir müssen die Tiere noch reinbringen. Ist aber kein Problem. Wir schaffen das. Wir sind die Besten. Wir sind die größten Schleimbacken, die es gibt. Aber wir kriegen das hin. Ich bin da sehr zuversichtlich. Boah, das wird so eine Menge Knete geben mit dem Dingens. Und mit dem... mit der Ananas. Schon deshalb, weil das ist ja jetzt im Prinzip unser drittes Jahr und dann auch im nächsten Sommer, ne, der jetzt darauf eher auf den Frühling folgen wird, werden wir ja auch wieder Ananas sehen. Und dennoch, das sind dann 6x8 Felder Ananas. Boah, das wird so viel. Und wir kriegen pro Ananas 500. Das wird so geil. Kann ich schon was nehmen? Schade. Das war so klar. Das war so klar. Aber wir kriegen Eis. Ja gut, morgen regnet es ja. Das ist ja nicht so schlimm. Aber wir haben nichts zum Verkaufen, ne? Groß. Naja, abgesehen von den ganzen noch alltäglichen Sachen. Haben wir die schon? Ja. Habe ich die schon was reingeschmissen? Na, wo rennst du rum? Ich meine, du kannst jetzt hier frei laufen. Ohne, dass du hüpfen musst oder so. Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr mit ihm trainieren, ne? Dieses Jahr nehmen wir nämlich am Pferderennen teil. Ich weiß, es ist ein bisschen spät. Aber im zweiten Jahr hätten wir wirklich nicht gewinnen können. Da mochte uns das Pferd noch nicht genug. Aber dieses Jahr bin ich zuversichtlich, dass wir gewinnen können. Wir schaffen zwar nicht wieder, diese Powerbeere zu kriegen, weil wir einfach zu wenig Lose haben. Aber das ist nicht schlimm. Aber dafür haben wir diesmal jede Menge Geld, was wir denn verbraten können. Ah, das wird so geil. Komm, einer kann nur laufen. Gut, dann teilt euch. Von mir aus.
Kann mal einer... Danke. Danke, dass ich dir den Popo putzen durfte. Das ist sehr nice von mir. Schnell man aber auch immer so ist mit seinen täglichen Aufgaben. Wow, ich bin immer selber überrascht. Man denkt immer, dass sich das so übelst lange hinzieht, aber es ist hier halt wirklich so, dass in der Scheune und in Häusern und so ja keine Zeit vergeht. Und darum denkt man, boah, das Zeitmanagement ist hier voll gut. Hat man halt bei anderen Harvest Moon Spielen nicht. Da geht die Zeit einfach gnadenlos weiter. Beim ersten Harvest Moon für den NES oder so, ne? Boah, da habt ihr nicht mal eine Uhr oder so. Da seht ihr nur anhand, wenn da was ist, dass jetzt Mittag ist. Irgendwann könnt ihr euch, glaube ich, auch eine Uhr kaufen. Und dann könnt ihr immer mal so gucken. Oder ihr müsst irgendwie eine Taste drücken. Aber da geht die Zeit ziemlich schnell rum. Und dann, was weiß ich, habt ihr gerade mal... euer Feld beackert und dann ist schon Mittag und dann lauft ihr in der Stadt und dann ist schon dunkel und dann denkt ihr so, boah, toll. Wie soll ich hier ein Mädel aufreisen? Aber in den anderen Harvest Moon Teilen, so zum Beispiel für die wieder, geht das wieder. Da ist aber das Problem, ihr habt da einfach so unglaublich weite Wege, die ihr laufen müsst. Das dauert zwar jetzt auch nicht ewig, bis ihr die gelaufen habt, aber dann habt ihr mal so Sachen, ihr seid schon... Ihr seid so unterwegs und dann habt ihr noch irgendwie eine Stunde. Und ihr seid schon am Treffpunkt. Ihr sollt aber erst in einer Stunde da sein. Dann ist die Frage, okay, was mache ich jetzt in der Stunde? Ich habe keine Energie, ich habe nichts. Dann heißt es auch warten. Aber alles. Obwohl die Wii-Spiele echt schön sind. Ich glaube, ich werde auch noch ein Wii-Spiel Let's Playen. Muss aber mal gucken, wie ich das mache. Also nach Harvest Moon wird jetzt kein Harvest Moon-Spiel kommen. Muss ich überlegen, was danach kommt. Vielleicht Deponia mit Xeno zusammen. Dann haben wir den zweiten Teil auch schon hinter uns gebracht. Weil, also ich habe ja Deponia angefangen und dann will ich Deponia jetzt auch zu Ende machen. Auch wenn man sich da so aufregt, aber... Den letzten Teil hat ja Xeno zum Beispiel auch nicht gespielt. Oder vielleicht ein Final Fantasy. Ich bin ja gerade Final Fantasy 10. Ah, wahrscheinlich, wenn ihr das seht, bin ich gar nicht mehr Final Fantasy im Spiel. Aber ich streame ja nebenbei. Darum habt ihr ja auch immer einen Link zu meinem Twitch-Kanal in der Beschreibung. Und ich streame immer so mittwochs und samstags. Und dann ist es immer unterschiedlich. Jetzt, im Prinzip Ende Mai, wo ich das jetzt hier aufnehme, spiele ich, streame ich gerade Final Fantasy X. Und, irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, aber ich glaube, ich werde noch Final Fantasy, werde ich auch noch Let's Playen. Manche Sachen streame ich mit dem Xeno gemeinsam, wie zum Beispiel Final Fantasy, weil ich total doof dafür bin eigentlich. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung davon. Ich hatte es zwar selbst mal als PlayStation-Spiel, aber... Ich bin da halt nicht sehr gut drin. Ich komme immer bei den Final Fantasy Spielen immer zu einem ganz bestimmten Punkt. Und dann hört's auf. Dann komme ich an so einem Boss oder so nicht weiter und irgendwann gebe ich dann auf, weil ich dann einfach keine Lust mehr habe. Ich weiß, klingt doof, aber ist nur mal so. Was mache ich denn da? Ich muss doch eh erstmal einkaufen gehen. Ja, weil heute hat unser lila Wichtel Geburtstag. Und der will Mehl. Nicht Mehl. Mehl. Komm schon. Und die Ladies sind noch nicht da. Von mir aus kann es jetzt an allen Tagen, wo nichts passiert, kann es von mir aus regnen, dann verkürzt sich die so unglaublich. Wäre ja nicht das Schlimmste. Wann heiraten eigentlich jetzt mal hier die anderen Spacken? Haha, seht ihr das mal nicht?
Mehl wird zum Backen benötigt. Das kostet 5. Willst du etwas haben? Ja. Vielen Dank. Ja, bitte, bitte. So, als erstes. Ich würde es mal so. Dann. So. Nein. Mann! Ich weiß, ich habe immer so einen Knack mit der Ordnung, aber das muss sein. Das stört mich sonst. Ungemein, ihr glaubt es nicht, aber es stört mich wirklich. Ja, ich weiß, ich habe doch ein Treibhaus. Darum ist ja auch alles hier. Ich brauche Rüben. Mal überlegen. Ich brauche, glaube ich, diesmal nur 12. Ich brauche Kartoffelchen. Ich glaube, ich brauche diesmal nur... Nee, so viel brauche ich nicht. Übertreib's mal nicht. Ich hole nur 6. Träum weiter, Alter. 1, 2, 3, 4, 5, so. Weil eigentlich habe ich das immer so gemacht, dass ich immer auch vorläufig immer für schon für das nächste Jahr habe. Habe ich ja auch immer mitgekauft, ne? Dann hatte ich dann immer 14 mal Rüben gekauft, 8 mal Kartoffeln. Damit denn, wenn was passiert, ne, im nächsten, dass ich gleich im ersten Jahr sofort sehen kann. Aber, Event. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich das Dorf verlassen soll oder nicht. Ich dachte, ich sollte in die Stadt zurückgehen und mich weiterbilden, um ein besserer Doktor zu werden. Wann gehst du weg? Und für wie lange? Ich gehe gar nicht. Was denn nun? Was? Ich mag dieses Dorf. Ich möchte hierbleiben und den Dorfbewohnern helfen. Also habe ich mich entschieden, nicht in die Stadt zu gehen. Doktor! Ellie, ich brauche deine Hilfe. Es gibt vieles, was ich von dir lernen möchte. Ich hoffe, wir können diese Klinik für immer zusammenführen. Oh, Heirats... Komm, Mädel, du musst jetzt ja sagen, das ist ein Heiratsantrag. Oh, Doktor, ich werde immer hier bleiben. Tut mir leid, aber die Klinik hat noch nicht geöffnet. Hat sie sehr wohl. Was bist du denn für ein Stümper? Der ist gemeint zu mir. Der hat uns einfach rausgeschmissen, der Sack. Schäme dich. Hallo? Schmeißt uns einfach raus? Der lila Wichtel, ne? Dankeschön, Dada. Heute habe ich nämlich Geburtstag. Bitteschön. Wo bist du denn? Da. Wack. So, ich lasse das jetzt mit dem blöden Tee fest. Ich kriege das eh nicht auf der Kette. Das werde ich vielleicht 1, 2 Mal versuchen, aber den lasse ich auch. Ich meine, ich muss 8 Mal Dings holen. Kommt ihr zur Hochzeit? Oi. Der Ellie und der Doktor machen heimlich Doktorspielchen. Ich hab's gewusst. Oh, hallo Xeno. Deine Schwester wird heiraten. Wusstest du das schon? Nein? Schade. Die Frauen aus dem Dorf treffen dich zur Mittagszeit auf dem Platz. Es ist lustig, um ihre Geschichten zu hören. Basil kann nicht mitdrehen, denn er ist ein Kerl. Und weiß nichts, außer über Pflanzen. So, möchtest du nicht Anne heiraten? Nee, findest du nicht gut? Ich finde es eigentlich voll die gute Idee. Würde total gut zusammenpassen. Der Spruch, sie erinnert dich an deine Schwester, das war ein bisschen creepy, aber was soll's. Kriegt man auch hin. 2, 3, 4, 5. Aha! Madame in Monsieur? Ah.
Kartoffelchen können wir schon mal weglegen. Weil die sind erst nächstes Mal fertig. Weißt du was? Der Doktor und die Ellie wollen heiraten. Was? Du hast jetzt schon noch... Ja, es ist 2 Uhr. Aber hast gehört, der Doktor und die Ellie wollen arbeiten. Heiraten. Nicht arbeiten. Arbeiten wollen sie auch, aber die wollen eigentlich auch heiraten. Fein. Na schön, dann beende ich hier diesen Part. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Bin ich müde. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Gib mir einen Daumen nach oben, auch wenn ich sehr viel gegähnt habe. Es tut mir echt leid. Schaut mal auf meinen Twitch-Kanal vorbei, wäre auch sehr cool. Und ja, bis dann. Und bye bye, würde ich mal sagen, ne?